So, auf zur nächsten Kampagnenmission hier einmal. Und zwar ist es hier einmal die schieße die Imperiumjagd der Technokrat ab und los geht's mit dem Team. Was denn sonst? Ihr hört das Team nicht, ihr hört nur mich, so wie es sein soll. Sieht es im Moment bei meinem Char aus. Nicht weltbewegend, einige Sachen wird noch gar nicht eingesetzt, sehe ich gerade. Oh, muss man mal gucken, ne? Ihr müsst die Sachen nicht unbedingt tragen und einsetzen, ihr müsst sie nur im Inventar haben. Das ist wichtig. Die Wahrheit finde ich eigentlich ziemlich gut, die möchte ich gerne infodiert haben. Da muss ich dann nochmal machen. Auch wenn man es nicht machen sollte, weil es noch viel zu früh ist, aber möchte trotzdem mal machen. Weil mein Char sieht auch ziemlich panne aus, aber nun gut. So, jetzt viel Spaß beim Zugucken. So, auf geht's. Eramis Strafpraxis im Gefängnis, ja? Jeden Tag sprachen sie durch die Wände ihrer Zellen. Träumten von einer neuen Welt. Seine Forschungen gaben Felix nie die Fähigkeit, Kraft aus den Splittern zu ziehen. Sei vorsichtig, Freund. Töte Praxis. Und Eramis kann ihre Anhänger nicht mehr mit Dunkelheit ermächtigen. Aber vielleicht kann ich euch gebrauchen. Eure Art bietet interessante Testpersonen. Führen wir einen Testlauf durch. Initiiere Verteidigungsprotokoll, Nirsai. Wo hat der böse Robo der Bomber seine Schwäche? Hüter gefallen. Ah, da. Weiter geht's, Leute. Ist noch eine Kiste oder so? Nö. Moment, nicht weitergehen, warte mal, ich muss mal kurz mal eben hier ausrüsten. Okay. Weiter geht's.
David. Oh, komm schon. Ach so, das Power-Level ist 1120. Hier keine Kiste gerade. Hab geguckt, da war nix. Satellit da oben. Nee. Ist das eine Kiste oder so? Oder was macht ihr da? So. Nö. Da hinten, guck mal, das ist eine Plattform. Kann man da irgendwie rüber von hier? Nö, ne? Sieht aus wie bei Star Wars. Oh oh. Boss, der Boss ist hier. Ich habe ihn gefunden. Stasis, uiuiui. Mm-hmm.
Hier gibt es bestimmt überall noch Secrets, wo man langlaufen kann, garantiert. Hundertprozentig. Garantiert. Stark aus hier. Oh oh, wieder. Stunden keine Fehler. Also werde ich nicht scheitern. Oh. Achtung, Stasis. Ich bin immun oben, das Ding hab ich nicht. Oh, was war das? Was ist das denn für ein Ding? Ist das ein Bubble von dem? Hinten ist immer so ein Ding, hinten in der Ecke, rechts auf der rechten Seite, am Eingang ausgesehen. Er ist wieder frei. Er ist wieder frei, Achtung, jetzt ist er wieder frei. Ne, war noch nicht, ist ein dritter noch irgendwo. Ne, warte mal.
da reinstellen in die Kraft. Wir müssen uns in die Kraft reinstellen, was es sein soll. Ja. Stasis. Nee, doch nicht. Hä? Fragezeichen. Ist der jetzt immun noch oder nicht? So. Alles klar. Wenig. Machen wir Sieg, ja, ne? Gut. Varix. Nice. Praxis ist erledigt. Wir sind bereit zum Aufbruch. Gut. Ohne Phylax und Praxis wird Iramis leichtsinnig. Unvorsichtig. Ohne ihre Berater ist sie schwach. Sie wird sich abmühen, diese neue dunkle Macht zu kontrollieren. Der perfekte Zeitpunkt für uns, um zuzuschlagen. Hüter, wir sollten mit diesem Splitter ins Lager zurückkehren. Die Fremde wird auf uns warten. So, kehre zum Lager zurück. Mal gucken, was das jetzt ist. Praxis und Phylax sind tot. Wir müssen sie rächen. Atrax. Krides und ich übernehmen das. Geh du in die Krypta und bereite die Leiche vor. Eramis, wir müssen uns ausruhen. Diese Mächte sind nicht, was wir erwartet hatten. Auch ich bin ungeduldig. Aber es liegt Weisheit in der Vorsicht. Vorsicht? Sieh, wohin Vorsicht uns gebracht hat. Unser Feind nutzt unsere Schwäche aus. Wir müssen handeln. Ich gebe diesen Hütern die Zerstörung, die sie so lieben. Okay. Da haben wir noch ein paar Gegner vor uns. Ja, sehr schön. Ein Problem ist natürlich, ihr müsst mit jedem Char die Story spielen, aber ihr müsst erstmal einen Char Maximum bringen, soweit wie es geht mit dem Power Level und dann halt den anderen Char anfangen und dann die Sachen wieder rüber transferieren, und zwar nur die Waffen. So geht's nämlich und nicht anders. Und ja. Zum Lager. Was für ein Lager eigentlich? Achso, von der Fremden, oder was? Geht mal wieder bitte zur... Geht mal wieder zur Fremden hin. Geht mal dahin bitte. Hüter. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es scheint, als wüsste ich jeden Tag weniger. Aber deshalb bin ich nicht hier. Die Vorhut hat Eramis beobachtet und ich habe wichtige Informationen für dich. Du hast Eramis Pläne eindeutig gestört. Späher der Vorhut berichten, sie sei ins Kosmodrom geflohen. Vielleicht, um die Verstecke vom Haus der Teufel zu plündern. Ihr Plan ist unklar, aber ich glaube, sie ist verzweifelt. Begib dich zur Erde, finde heraus, was ihr nächster Zug ist. Und Hüter, ich verstehe, was du tust. Du bekämpfst Feuer mit Feuer. Aber die Dunkelheit ist uns nicht wohlgesonnen. Die Dunkelheit hat den Untergang hervorgerufen.
Und sie will es erneut tun. Lass nicht zu, dass sie dich vom Licht abbringt. Die Stadt braucht dich. Ich brauche dich. Also, tu, was du tun musst, zum Wohle der Menschheit. Aber vergiss dabei nicht, wer du bist. Okay. So, sprich mit Shohan in den Steppen. Wer ist das? Wo sind hier die Steppen? Ja, lass mal, wo sind die Steppen? Ja, ich bin auch wieder. Leute, wo sind die Steppen? Wo sind die denn? Warte mal. Ach, im Kosmodrom. Okay, ja gut, das kann ich ja dann am nächsten Mal zeigen. Nicht? Will ich mal so sagen. So, jetzt fliegen wir erstmal zum Turm und dann sehen wir uns im nächsten Story-Abschnitt wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.